Hallo. Heute möchte ich wieder ein bisschen tiefer mit euch gehen, und zwar geht es um Schicksalsschläge. Dieses Jahr war schon sehr, sehr, sehr intensiv, was Schicksalsschläge anging, und da möchte ich einfach heute mal aufgreifen, weil Schicksalsschläge, egal wie sehr du an dir arbeitest, wie sehr du mit dir im Reinen bist oder sonst irgendwas, niemand ist davor gefeit. Und niemand ist da irgendwie so stabil, dass es einen nicht für einen Moment auch mal die Füße wegreißen kann. Vor allen Dingen, wenn es so geballt kommt. Bei mir waren es viele Todesfälle tatsächlich. Und ja, das hat mich ganz schön gebeutelt. Also ich teile das ja immer erst mit euch, wenn ich auch wieder stabil bin, wenn ich erst wieder in meiner Kraft bin. Das heißt nicht, dass es mich immer noch nicht mehr berührt. Ne, dafür sind mir die Menschen einfach zu und auch die Tiere zu sehr ans Herz gewachsen, als dass mich das jetzt ganz lockerflockig hier hantieren lässt. Deshalb habe ich mir auch Aufzeichnungen gemacht, damit ich nicht ins Schwimmen komme, weil ich finde das einfach so wichtig, dass du auch weißt, wie du dich stabilisieren kannst, wie du dich für Notfälle ja, so ein bisschen erden kannst, damit dich das nicht ganz umhaut. Und gerade wenn du vielleicht auch zu denen gehörst, die viel mit Depressionen zu tun hatten in der Vergangenheit oder die auch sehr sensibel sind, da ist es umso wichtiger, geerdet zu sein. Und zwar, dass du das auch im Alltag tust, aber der Reihe nach. Es gibt ja immer wieder so Situationen, Schicksalsschläge, die man einfach nicht vorhersehen kann. Wir wissen, die beste Freundin oder sonst irgendwer ist seit Jahren krank, aber wenn die dann trotzdem irgendwann verstirbt, was dann ganz plötzlich passiert, kann einen das ganz schön umnieten. Wir wissen alle, dass unsere geliebten Vierbeiner uns in den seltensten Fällen überleben. Und trotzdem, wenn die Tiere dann sich verabschieden, reißt es uns das Herz raus. Und das durfte ich also wirklich in den ersten 6 Monaten dieses Jahres gehäuft erleben. Und wäre ich nicht gut vorbereitet gewesen, hätte mich das auch wirklich wieder total platt gemacht. Und solche Erlebnisse, die kennt jeder von uns. Und die einen kommen damit besser zurecht, die anderen scheinen wirklich ein dickes Fell zu haben. Und ja, ist halt so, ist das Leben. Sterben gehört zum Leben, was ja auch stimmt. Und ich habe einfach auch durch meine Tiere, die schon gegangen sind, habe ich da auch eine besondere Art und Weise, damit auch umzugehen. Trotzdem, wenn das so geballt kommt, macht es mich auch erstmal ganz schön klein. Jetzt könnte es aber auch sein, dass diese Menschen, die offensichtlich oder scheinbar ein dickes Fell haben, dass die vielleicht gelernt haben, diese Emotion auch wegzuschieben und sich lieber Wände aufbauen, wo sie das gar nicht mehr fühlen wollen, diese Verletzungen. Und die aber dafür im Innern irgendwo brodeln und früher oder später denn dafür an die Oberfläche treten. Das kann durchaus sein. Also das ist jetzt nicht so, dass das spurlos an denen vorbeigeht. Das glaube ich einfach nicht. Also so kalt wie eine Hundeschnauze ist niemand. Wobei das jetzt liebevoll gemeint ist mit der kalten Hundeschnauze. Aber ich glaube, dieses Einkapseln, dieses Abkapseln von Enttäuschungen, von Wut, von Trauer, von all diesen tiefen, schmerzhaften Emotionen ist nicht gesund. Ich habe für mich entdeckt, dass wenn geballt Emotionen auf mich zukommen, ich erlaube mir, diese auch zu fühlen. Weil man ja immer sagt, ja, kommen immer bessere Zeiten, dies und das. Man will ja trösten, aber das ist nicht gesund. Ich hatte da schon mal drüber gesprochen. Und ich erlaube mir wirklich ganz tief dann auch ins Drama zu gehen. Wichtig ist, das durchfließen zu lassen, das zu erleben, das da sein zu lassen, die Trauer da sein zu lassen, die Wut da sein zu lassen, die Enttäuschung da sein zu lassen, sich angucken und durchfließen lassen. Ich hatte vor 3 Tagen, glaube ich,
diesen Extremschub, wo ich auch alles nochmal realisiert habe, was eigentlich in dem halben Jahr passiert ist, und habe dann 3 Stunden lang nur geheult. Aber das war so befreiend, weil in dem Moment, ich habe wirklich Worst-Case-Szenarien durchgespielt, wo ich alles nochmal ganz intensiv gefühlt habe, diese ganze Liebe, die ich auch diesen Menschen und Tieren mitgegeben habe, alles nochmal gespürt. Und als diese Worst-Case-Geschichte durch meinen Körper durch war, da war ich wieder frei. Und ich weiß nicht, welche Techniken du anwendest, wie du mit Situationen umkommst, aber gerade auch, wenn man alleine ist und das auch alles alleine bewerkstelligen muss, dann muss man ja noch ein bisschen mehr Dampf unterm Kessel haben und auch aufbringen, um das Ganze dann abzufangen, abzufedern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auf Dauer alles runterzudrücken und nicht an die Oberfläche kommen zu lassen, macht krank. Das weiß ich auch besser als jeder andere. Und kann dir wirklich nur empfehlen, arbeite an deiner inneren Stabilität. Das ist das Wichtigste, was du haben kannst. Und zwar in der Form, dass du unabhängig bist von anderen, dass du dir selber erlaubst, dich zu halten, da zu sein für dich. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, wenn du dich an die erste Stelle stellst. Weil mit niemandem hast du so viel, verbringst du so viel Zeit wie mit dir selbst. Und ich habe mal so zurückgeguckt auch, was war das bei mir eigentlich? Ich habe es durch meine Tiere, ich hatte die besten Lehrer der Welt an meiner Seite. Das war immer die Entschleunigung und das Erden, wobei ich das damals gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das ging ja schon mit meiner Lucy los. Aber das war tatsächlich das Aufsuchen in der Natur. Und dann habe ich immer auf meine Hunde gehört. Ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht so gut hinbekommen. Und ganz wichtig ist, wenn dich das jetzt auch anspricht, dass du lernst, dich zu erden. Das ist das A und O. Lerne dich zu erden, mit der Natur zu verbinden, dann alles durch dich durchfließen zu lassen. Und guck mal gerne auf meiner Webseite. Ich habe ja ganz viele Blogartikel auch dazu geschrieben, wo ich ganz viele Tipps auch mitgebe. Und der Fehler, den die meisten Menschen machen, ist, dass sie immer erst reagieren, wenn schon irgendwas am Kochen ist, wenn schon irgendwie das Gröbste durch ist und sie wirklich am Boden sind. Und eigentlich, man muss sich vorher schon festigen, nur da glaubt keiner dran. Und wenn man sich dann, das habe ich auch, kam auch immer wieder bei der Reha im letzten Jahr an die Oberfläche, ist ja Resilienz. Ne? Das heißt, man baut sich da so einen Puffer auf den man dann im Notfall immer wieder zurückgreift. Jetzt hört es da aber nicht auf und das war das, was mich da gestört hat, weil da wurde man ja, man muss ja resilient und das aufbauen, dass du gestärkt bist, bla bla. Das ist ja auch richtig. Aber in dem Moment, wo du stabil bist, geht die Arbeit ja erst los. Und da, wenn du stabil bist, kannst du ja auch tiefer gehen. Du kannst ja nicht in die Tiefe gehen, wenn du gerade am Paddeln bist. Das geht ja gar nicht. Das heißt, in dem Moment, wo du schon so ein bisschen stabil bist, wo du dich schon gefangen hast, da baust du auf, da setzt du an, um dann deine innere Stärke so richtig an die Oberfläche zu holen. Und wenn du da ansetzt und da auch an dir arbeitest und dir da Ressourcen zulegst, dann ist alles gut. Und ich habe festgestellt, dass vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, damals gab es ja noch gar kein Waldbaden, und ich habe jetzt für mich alles nochmal reflektiert und zurückgeholt, weil diese ganzen Schicksalsschläge der letzten Zeit mich natürlich auch wieder dazu angeregt haben zu gucken, worum geht es eigentlich wirklich? Was ist eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben? Und da alles nochmal Revue passieren zu lassen, nochmal alles zu sortieren und nochmal auszusortieren, auch
was kann weg, was muss ich da, was schleppe ich eigentlich mit mir rum, was gar nicht mehr zu mir gehört. Und ich glaube, das müssen wir auch immer öfter mal wieder machen, aber wir sind solche Gewohnheitstiere. Wir schleppen alles Mögliche mit uns rum, nur weil wir es gewöhnt sind. Aber da einfach mal zu sagen, ey, stopp, so nicht, das will ich nicht mehr, das gehört nicht mehr zu mir, ich habe mich weiterentwickelt. Und dann einfach zu sagen, nee, also das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Das will ich in meinem Leben haben, das will ich nicht mehr in meinem Leben haben. Und da zu sagen, Neustart. Und wir haben jeden Tag die Möglichkeit, neu zu starten. Gibt natürlich ganz viele Wege, die nach Rom führen und mit denen du dich auch stabilisieren kannst. Und du musst einfach mal gucken, was fühlt sich für dich richtig gut an. Ich habe eine alte Ressource von mir neu entdeckt und wiederentwickelt und neu aufgebaut. Und zwar ist es halt das, also ich nenne es jetzt einfach mal Waldbaden, weil das die meisten einfach kennen. Früher habe ich es genannt, meditatives Wandern mit Hund oder ohne Hund, wie auch immer. Oder das Entschleunigen, das ist ja eigentlich alles das Gleiche. Ne? Also ich verfolge ja jetzt auch keinen speziellen Stil dabei oder sowas, sondern ich bin ja sehr intuitiv auch unterwegs und das, was ich fühle, was ich wahrnehme, das hat dann gerade auch den Schwerpunkt. Ne? Also das ist egal, ob das in der Arbeit mit den Menschen ist oder ob das mit den Ar in der Arbeit mit den Tieren ist oder keine Ahnung was. Und aber es ist ja keine bestimmte Richtung, die ich da verfolge. Aber ich nenne das jetzt einfach mal Waldbahn, weil es das alles beinhaltet. Es ist die Energiearbeit, es ist das Entschleunigen, es ist das Erden, es ist die Meditation, es sind die Trance-Healings, die so wertvoll sind. Und auch die Energiearbeit, das ist meine große Leidenschaft. Und alles das fließt da mit rein. Und alles zu seiner Zeit und wenn es gerade sich zeigt. Ne? Also nicht, da, ich kann jetzt auch nicht irgendwie so sagen, ja, ich mache jetzt den Kurs und dann machen wir dies und das. Der einzige Kurs, den ich gerade habe, das ist wirklich das Erwecken der Sinne. Und das spielt auch in Waldbaden statt. Und heute Morgen, da haben wir die Akustik gehabt. Das war so schön. Und es gab so diverse Vögel, die da so ihre unterschiedlichen Talente zum Ausdruck gebracht haben. Und das war so schön, sich mal wieder auf seine Sinne zu besinnen und die zu aktivieren und einfach mal zu gucken, was passiert da in mir gerade, wenn ich dem lausche, was die Natur mir gerade schenkt. Und das ist so schön. Und dazu möchte ich dich auch einladen, dass du da wieder ins Bewusstsein kommt. Geh raus, geh in die Natur, verbinde dich mit den Bäumen, verbinde dich mit den Erden und lass mal alles das los. Lass das im Wald, das darf sich da transformieren. Und verbinde dich einfach mit der Natur, verbinde dich mit den Bäumen, mit allem, was da ist. Und in dem Moment wirst du schon merken, dass alles nicht mehr so schwer ist. Und wenn du dann bewusst ins Atmen gehst, bewusst einfach einatmest, ausatmest und die Bäume dabei wahrnimmst, du wirst merken, was das mit dir macht und wie du dich verwurzelst, ja, wie du bei dir ankommst, dich verwurzelst und verankerst. Und wenn das alles durch dein System durchgeht, also wirklich, ich kann dir sagen, du wirst so gestärkt zurückkommen, so gestärkt. Und du kannst dir auch von mir gerne Tipps abholen. Ich mache auch die individuelle Beratung nach wie vor, dass du einfach mal so ein paar Techniken mitnimmst, die du anwenden kannst. Also, das ist so wertvoll. Und dann, wenn dann diese Schicksalsschläge einpreschen, ja, es bringt dich zum Wandeln, zum Wanken. Aber in dem Moment, wo du dir schon vorher dieses stabile Fundament bei der Verbindung, bei der Erdung mit der Natur, die Stabilität in dir selbst gefunden hast, gibt es keine Risse mehr im Fundament. Ja, es bringt dich gerade zum Wanken, keine Frage. Aber du hast was, worauf du aufgebaut hast. Und das, worauf du aufgebaut hast, das kann dir keiner nehmen. Das sind deine Fähigkeiten, deine Skills. Und auf die kannst du immer zurückgreifen, ohne dass du abhängig bist von anderen.
Deshalb finde ich das so wichtig, dass man diese Hilfe zur Selbsthilfe praktiziert und auch für sich kultiviert und einfach guckt, was kann ich jetzt für mich Gutes tun, damit ich nicht von den Schicksalsschlägen aus den Angeln gehoben werde. Und dieses stabile Fundament, das kannst du jeden Tag neu aufbauen und gucken, wo habe ich ein bisschen Defizit, wo kann ich jetzt nochmal auffüllen? Und zwar nicht erst, wenn wieder das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern schon, wenn du in einer Aufbauphase bist. Oder du kannst gucken, ist denn dein Fundament noch in der Waage? Und auch da kannst du Ausgleichmasse drüber schütten und dann gucken, wo kannst du da wieder ansetzen? Wo kannst du ein bisschen auffüllen? Wo kannst du ein bisschen navigieren? Und dann bist du so frei und unabhängig. Es kann dich dann nichts mehr von den Füßen hauen. Es ist, wie es ist. Und ich finde das so wichtig und gerade in der Natur, da haben wir ja wirklich alles, was wir brauchen. Und dazu gehören auch die Steine. Und ich habe ja letztens, hatte ich ja dann auch ein kleines Video gemacht von einem Stein, der für mich gestorben ist. Vor ein paar Jahren ist ein Stein, nicht ein Stein, sondern ein Stein für Cecilia gestorben. Es ging ihr so schlecht und ich hatte ihr diesen Schneeflocken-Obsidian geschenkt und der hat für sie ihr Leben gegeben. Dafür konnte sie weitermachen. Bei mir war es ein Türkis, der für mich zerbrochen ist. Und das war gerade in dieser Phase, wo diese vielen Schicksalsschläge auf mich eingeprasselt sind. Ich war in meiner Mitte. Ich habe mir aber auch zusätzlich diese Unterstützung der Steine, auch Natur, zur Hilfe genommen. Ich bin da ein Riesenfan, ich war es schon als Kind, ohne zu wissen, was die bedeuten oder was die machen. Aber Steine waren auch schon immer eine ganz besondere Leidenschaft von mir. Und jetzt war es halt dieser Türkis, der für mich zerbrochen ist, wo ich so dankbar war, dass ich den hatte. Und wie gesagt, jetzt ist es tatsächlich auch wieder diese Stabilität in mir selbst, dieses Zentrierte, diese innere Ruhe und Gelassenheit, wo ich weiß, ja, es kann mich mal im Moment auch ins Wanken bringen. Ja, ich erlaube mir alles zu fühlen, was da ist, was gesehen, was gefühlt werden will. Aber es haut mich nicht mehr um. Es darf ein Moment sein, aber es fließt durch. Und dann wird alles wieder transformiert. So, es wurde am Samstag. Ich gucke mal auf meinen Zettel, habe ich nur irgendwas vergessen? Ding, ding, ding. Nein, ich glaube, ich habe alles, was ich dir mitteilen wollte, was wichtig ist. Ach so, und in dem Moment ist es natürlich auch so, dass wenn du dich stabilisierst, dass das auch was mit deinem Selbstvertrauen macht. In dem Moment, wo du an dir arbeitest, bist du viel, also dein Immunsystem wird gestärkt, das ist ja klar, gerade auch alleine, wenn du schon rausgehst, aber auch mit deinem Selbstbewusstsein macht das was. Und das passiert einfach so nebenbei. Das musst du nicht zusätzlich irgendwie polieren oder sonst irgendwas, sondern das passiert einfach. Und du kommst immer näher dir selbst auch entgegen. Weil wie oft ist es denn, dass wir selber uns auch so ein Stück weit verloren haben? In dem Moment, wo du aber bei dir bist, passieren eben diese tollen Dinge. Du kommst dir selber näher, du kommst wieder ins Fühlen. Ja, nicht alle Gefühle sind toll, aber die dürfen sein. Und in dem Moment, wo sie sein dürfen, kannst du sie auch durch dich durchfließen lassen. Das Problem ist, dass viele an diesen Themen festhalten. Und da war ich früher genauso. Ich habe mich an allem festgeklammert und nicht nur die guten Sachen, sondern auch die schlechten. Weil die schlechten Sachen sind ja auch eine Gewohnheit gewesen. Aber diese Gewohnheiten auch loszulassen, auch damit im Frieden zu sein, dass vielleicht mal was Gutes geht, dann ist es halt in dem Moment so, dann geht es auch. Aber es darf fließen und dann wird es so eine Welle. Ne, dann ist es nicht mehr so diese Berg- und Talfahrt, sondern dann ist es eben wie so eine Welle. Und auch die geht hoch und runter, aber es ist, wie es ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und sich dann anzugucken, was ist jetzt wirklich wichtig, womit darf ich gehen, was darf ich im Frieden lassen. Okay.
Ja, das wollte ich heute unbedingt mit euch teilen, weil ich finde das so wichtig und ich bin gerade so ein bisschen auch angenervt vor, weil diese ganzen Grinsekatzen so bei Facebook oder sonst irgendwo, alles hat nur immer Friede, Freude, Eierkuchen, aber so ist das Leben nicht. Nein, da passiert was. Es ist nicht immer alles Sonne. Aber was du da draus machst, kann Sonne werden. Und zwar in dir drin. Und das ist wichtig. Und wenn man sich erlaubt, das alles auch da sein zu lassen, alles zu fühlen, dann ist es so. Und gerade so diese Verluste, die wir so erleben, das macht das eigene Leben auch so ein bisschen endlich. Es ist ja nicht endlos, es ist ja irgendwo endlich. Man weiß nicht wie. Und man ist da so gefangen in dem, was man sich da so konstruiert hat und hält da so krampfhaft fest, statt zu sagen, okay, vielleicht ist hier was Besseres möglich und lässt es dann auch wieder gehen. Und sich das immer wieder ins Bewusstsein aufzurufen, ich entscheide jeden Tag, wie darf der Tag werden. Vielleicht ist heute der schönste meines Lebens und der darf es werden. Vielleicht wird das, vielleicht aber auch nicht. Und dann hat der Tag morgen auch wieder eine Chance. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine kleine Kunst dahinter, die wir alle lernen dürfen, das Loslassen, dass wir annehmen, was gerade ist, und dann auch wieder zu gucken, ja, geh mal durch aus meinem System, geh da einfach durch, ich halte nichts auf. Und wie gesagt, für mich ist gerade aktuell das Waldbaden so eine runde Sache, weil da alles integriert ist. Und wenn du gerne teilhaben möchtest, dann melde dich gerne. Und ja, ich biete auch so eine All-in-One-Woche an, das kannst du auch gerne machen. Wenn dir meine Beiträge helfen, abonniere gerne den Kanal. Guck auch gerne auf meiner Webseite carola-baum.de. Guck gerne auf meinen Blogartikel und da schreibe ich ja auch immer jede Menge Zeugs und gebe da auch Tipps. Und wie gesagt, ich teile ja gerne meine Erfahrungen, das, was ich mit mir erlebe, was ich mit meinen Kunden erlebe, was ich im Alltag erlebe. Und das teile ich gerne, weil ich finde, das macht es dann auch bunt. Es ist nicht nur meine Geschichte, sondern es ist die Geschichte von vielen, die ich teile, die Erlebnisse mit anderen, die ich teile. Und ich glaube, da ist dann für jeden auch immer was dabei. Und man fühlt sich vielleicht auch gesehen, man fühlt sich geborgen, wenn man sich nicht mehr so alleine fühlt. Ob man sich nun persönlich trifft oder nicht, ist dabei gar nicht so wichtig. Aber ich glaube, dass wir dieses Gefühl, wir sind nicht alleine damit, dass uns das manchmal ganz schön fehlt. Und wie gesagt, diese ganzen Grinsekatzen, die da unterwegs sind, ich weiß von einigen, die dann auch mich angeschrieben haben, wo es gar nicht so ist, wie es dargestellt wird. Und deshalb finde ich, stehe für Authentizität und die möchte ich leben und die möchte ich ausleben und die teile ich. Und die ist nicht immer schön und rosarot. Aber ich teile es natürlich nicht, wenn ich gerade in diesem Schmerz drin bin, sondern immer erst, wenn ich durch bin, weil sonst wäre es auch nicht so gut für dich, weil du musst ja, du sollst ja nicht in den Schmerz reingehen, sondern wirklich dich gesehen fühlen, dich geborgen fühlen. Und deshalb teile ich es ja immer erst, wenn ich da durch bin. Dann kann ich ja auch die Kraft wieder mitgeben. Und das ist auch ganz wichtig, ich will meine Kraft mit dir teilen und nicht den Schmerz. Ja, also das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Wenn du Fragen hast, dann tu das bitte. Wenn du kommentieren möchtest, dann tu das bitte ganz liebevoll. Und ich glaube, keiner auf unserer Welt braucht mehr diese Shitshows. Und wir wollen ja alle miteinander wachsen und aus dieser alten Welt raus in die neue rüber wechseln, wo alles ein bisschen hübscher ist, hoffentlich. Und da dürfen wir gerne uns alle dran beteiligen. Wie gesagt, wenn es dir nicht gefällt, dann machst du einfach weiter. Du musst es dir ja nicht angucken. Du bist ja freiwillig hier, ja, nicht gezwungen. Und wie gesagt, guck gerne auf meiner Webseite und wenn dich da irgendwas interessiert, dann schreib auch da gerne einen Kommentar. Und Herzchen. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende und hoffe, dass dir das geholfen hat, was ich jetzt gerade mit dir geteilt habe. Und wünsche dir alles Liebe und Gute auf deinem Weg. Mach's gut.